kurz was sagen mit dieser Sache mit dem Spiegel, also zu dieser Rede. Da wollte ich mal noch kurz darauf hinweisen, auf alternative Medien, die es so gibt. Also bei ein paar kenne ich teilweise den Link auswendig. Und, ja, aber die findet man auch so ganz gut, wenn man im Internet danach sucht. Also wenn man jetzt gerade zum Beispiel mal wissen will, was... Also so allgemeine Nachrichten hören will, da kann ich jedem nur empfehlen, mal das Magazin Telepolis im Internet zu lesen. Der Link ist heise.de/tp. Und da findet man auch mal eine alternative Ansicht zu den momentanen Themen. Also ist mal eine schöne Abwechslung. Wenn man wissen will, was in den Medien, also ich sage jetzt mal in den Zeitungen, so an Mist passiert, da kann ich jedem nur so empfehlen, die Seite bildblog.de aufzurufen. Da ist, da kriegt man es immer schön, das immer schön dargestellt, was da mal wieder gerade für ein Mist passiert. Fürs Fernsehen gibt es das Gleiche auch, nämlich da gibt es das Magazin Fernsehkritik TV. Da wird immer schön dargestellt, vor allen Dingen auch manchmal auf eine lustige Art und Weise dargestellt, was für ein Mist im Fernsehen ist, also wo das Fernsehen wieder Scheiße baut. Das passenderweise hat das auch das Motto, schalten Sie mal wieder ab. Von daher passt das ja auch ziemlich gut. Dann gibt es noch hinsichtlich Südamerika, wenn man da nach Nachrichten sucht, kann ich euch nur empfehlen, besucht die Seiten amerika21.de und schaut mal bei der Nachrichtenseite Telesur vorbei. Ist einerseits ein Fernsehkanal, aber auch eine Nachrichtenseite. Es sind mal ganz andere Nachrichten, als man sie hier in der westlichen Welt so hört. Und wenn man mal aus anderen Ländern mal so Nachrichten hören will, die nicht so mit dem Alltag zu tun haben, beziehungsweise die auch mal mit den kulturellen Unterschieden zu tun haben, da kann ich euch Global Voices empfehlen. Das ist auch eine sehr gute Quelle. Ich denke, das wären jetzt schon mal ein paar alternative Seiten. Ja, ich denke, das reicht fürs Erste.